Hallo ihr Lieben, ich habe hier noch was rumfliegen. Ich war heute unterwegs gewesen, unter anderem auch mit meinen Eltern. Und da möchte ich euch gerne zeigen, was ich so geholt habe. Es sind nicht nur Bastelsachen, es sind auch so ein bisschen was fürs Haushalt, fürs Saubermachen, was mit dabei. Und das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Die meisten Sachen kommen dann zum Schluss. Ich fange einfach mal an. Und zwar fange ich mal mit dem an. Das steht gerade hier so. Hier fürs Auto habe ich mir zweimal geholt. Halt gerade jetzt fürs Auto braucht man das jetzt sowieso gerade bei der Jahreszeit jetzt, wenn die Scheiben gefroren sind. Damit geht es ruckzuck, dass die Scheiben frei werden. Sehr super. Ich war die Tage überrascht gewesen, dass meine Scheiben zugefroren waren. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil so kalt war das in der Nacht gar nicht gewesen und trotzdem grauenvoll. Und dann, wenn man unter Zeitdruck steht und schnell zur Arbeit muss. Nun gut. Dann habe ich mir, die habe ich übrigens bei Penny geholt. Also ich war gewesen, ich sage euch mal die Läden bei Action, Teddy, Rossmann. Ja, hier jetzt war Penny und bei Real. Genau. Bei Action habe ich dann einmal so ein Mikrofasertuch geholt fürs Fenster. 1 Euro. Ich möchte gerne mal ausprobieren, wie das so ist. Ob das wirklich streifenfrei ist, so wie es hinten drauf steht. Geeignet für Glas, Edelstahl und Kunststoff, für empfindliche Oberflächen. Ob das so gut funktioniert, bin ich sehr gespannt. Fenster schreien auch schon. Und kannt ihr das auch, dass ihr nicht jedes Mikrofasertuch anfassen könnt, dass manche so richtig eklig, also nicht eklig, aber so ganz merkwürdig sind? Also ganz, ganz komisch. Hier habe ich auch nochmal Mikrofasertücher. Kosten 2 Euro, sind 4 Stück drin. Und die sind nicht so. Ich weiß nicht, also ich kann nicht jedes Mikrofaser anfassen. Das ist, wenn ich das schon einmal halt berühre mit den Fingern, das so aneinander reibt, dann schüttelt es mich einfach. Das ist jetzt so ein Mikrofaser, was ich anfassen kann. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie die sind. Also die auf jeden Fall. Dann habe ich geholt, das war bei Penny jetzt gewesen. Diese Haussocken, ich glaube, ich habe mir sogar ein. Nee, habe ich nicht. Das sind nur die einen. Die sind von innen drin gefüttert, so mit Teddyfell, sage ich mal. Was kamen die jetzt? Ich glaube, 4,99. Also da, wo ich die Preise weiß, sage ich die euch. Ansonsten, ja, kann ich die euch nicht sagen, aber ich denke mal, bei manchen ist es sowieso klar. Also die durften mit. Dann habe ich geholt bei Teddy so eine Reinigungsbürste. Das ist, glaube ich, eigentlich so eine Gläserbürste. 1,50 Euro. Aber ich habe die jetzt mal für meinen Wassertank mitgenommen. Von meiner Dolce & Gusto. Um da mal richtig auch mal durchzubürsten. Mal gucken, ob das funktioniert und wie die so ist. Ansonsten kann das weg. Dann bei Rossmann habe ich geholt einmal diese Creme Duschpeeling. Das habe ich schon mal in einer anderen geholt. Und zwar in Macadamia-Reismilch. Das ist jetzt Granatapfel. Shea Butter. Je nachdem, wie man es ausspricht, riecht auch sehr gut. Werde ich auch mal austesten. Zweimal duften diese Dinger hier mit. Swiffer für schnell mal durch den Staub mal wegmachen. Und da passt das eigentlich ganz gut. Den habe ich mit zweimal mitgenommen. Übrigens bei Penny, was die kosten, das weiß ich nicht mehr. Ich habe die da im Angebot geholt. Dann zwei Tüten Müll.
Beutel. Die hole ich mir immer, bei Penny auch. Keine Ahnung, was die kosten. 4,99, 3,99, irgendwie so um den Dreh rum. Dann habe ich mir dreimal geholt diese Handschuhe. Die sind aus Nitrile. Die nutze ich halt hauptsächlich für, ja, für Resin. Da braucht man Nitrile-Handschuhe. Ein Paket 4,99 €. 100 Stück sind drin und alle in der Farbe Schwarz. Dann einmal Pistazien, gesalzt und geröstet. Bei Real geholt für 3 Euro. Paar gequetschte. Sehr lecker. Dann hier diese Schwammtücher geholt bei Penny. Ich weiß nicht, was die kam. 2 Euro, 2,50 irgendwie so drum. Leere Farben. Musste mit. So, dann kommen wir zum letzten Textil, und zwar diese Thermoleggings habe ich mir geholt. Die waren jetzt bei Action im Angebot gewesen für knapp 2 Euro in Schwarz. Sind, also ich habe jetzt gerade im Moment auch eine an. Ich finde die ganz gut. Ich finde die schön, auch angenehm vom Gefühl her. Deswegen durfte noch mal mit. Wohin damit? Keine Ahnung. Dann hatten die im Angebot gehabt, auch bei Action, also diese Woche haben die das im Angebot, diese diesen Lichterdraht, habe ich mir zweimal mitgenommen mit 40er LED, ich glaube für 99 Cent eine Packung. Und zweimal 20er waren jetzt, ich glaube, 77 Cent eine Packung. Also das. So, dann bei Teddy hatte ich geholt ein paar Perlen. Ein paar. Und zweimal hier diese im Blau. Das sind so Feenperlen, stehen mit drauf. Die sind, sie haben so, das kann man glaube ich gar nicht erkennen in der Kamera. Die haben so Glitzerpartikel noch mehr drin. 1 Euro. Und halt die zweimal. Auch 1 Euro. Dann hatten die solche Klebeherzen gehabt. Für 1 Euro einmal in dieser Farbvariation: Schwarz, Gold. Dann Silber, Rosé. Und Gold, Silber. Achso, bei Penny hatten die dann noch hier dieses Sternset, um sich selber so einen Stern zu basteln mit Anleitung. Der 22 x 20, 32 Blätter sind drin. Achso, der Stern hat einen Durchmesser von 30 cm. Kam 5,99. Hätte ich das eher gesehen, hätte ich den nicht mitgenommen, aber nur gut. Lag so versteckt, habe ich erst an der Kasse gesehen, aber war halt schon gescannt, da habe ich nicht nur gesagt, nee, nehme ich nicht. Und zu guter Letzt einmal dieses Riesenglas mit Deckel. Ich glaube 1,50 €. Nee, 2,50 € kam das. Und ich habe da eine Idee gehabt mit Licht, halt mit diesem die Drahtlichterketten und so eine Sternfolie. Das habe ich schon mal in klein gemacht. Und das werde ich jetzt auch hier in groß machen. Jawohl. So, ihr Lieben. Das war's von mir. Das war mein Einkauf. Ich habe jetzt ein paar andere Sachen gezeigt. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich kann das so weiterführen. Ja, wir hören uns beim nächsten Video. Tschüss.